Moini, 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 Moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Diesmal wird nicht gezockt, allerdings gibt es wertvolle und wichtige Informationen zu den Dingen, die demnächst in Scum erscheinen sollen, woran die Entwickler arbeiten, was sie für Gedankengänge haben. Ja, und die sehen ziemlich cool aus, muss ich sagen. Die sehen ziemlich cool aus. Nochmals, ich sag's im Spiel auch ganz oft. Daisy ist Bohemia, glaube ich, ne? Bohemia, schneidet euch eine fette, fette, fette Scheibe ab, wenn ihr am Ball bleiben wollt. Und alle anderen auch. Wir beginnen mal. Die ersten Wochen nach dem Urlaub der Scum-Entwickler sind vorbei. Tommy Snuff war wieder fleißig und hat einige Leaks aus dem Scum auf der Plattform X, ehemals Twitter, veröffentlicht. Alles rum Optimierung, Flugzeuge, Motorräder und vieles mehr erfahrt ihr nun hier. Gucken wir mal rein, wir sehen hier schon ein bisschen was, ne? Auch wenn es bekanntlich in Scum auch bei uns ruhiger geworden ist, wird weiterhin hinter den Kulissen gearbeitet. Wir arbeiten an einem größeren Community-Update, das wir euch im August hier präsentiert hatten. Die Scum-Entwickler selbst arbeiten an weiteren Features und Inhalten für das Spiel. Dabei kommen eure Nachfragen und Wünsche nicht zu kurz. Scheibe abschneiden. Modulare Flugzeuge und Motorräder stehen auf ihrer Liste, damit ihr künftig wieder normal über der Insel reisen könnt. Lasst uns gemeinsam mal etwas schauen, was Tommy Slav so in den letzten Tagen veröffentlicht hat und welche Aussagen getroffen wurden. Performance-Optimierung. Kann man immer mit anfangen, sehr gut. Mit Optimierung arbeitet das Level-Design, an detaillierten, entfernten Texturen. Da es sich hierbei um eine experimentelle Funktion handelt, ist es nicht 100% sicher, dass sie im Spiel landen wird. Es hängt alles davon ab, wie sich diese Texturen auf das Rendering und die Gesamtleistung des Spiels auswirken werden. Ja, das ist ja ähnlich wie diese ganze Unreal Engine 5 Geschichte, ne? Was man oftmals in Kommentaren liest, dass so viele Spieler das gerne wollen. Wann kommen die endlich? Wann kommt die endlich? Scum läuft so gut, gerade weil sie die Unreal Engine 5 nicht damit reinpacken. Damit würden sie ganz viele Spieler verlieren. Denn wie ich gestern in einem Video gezeigt habe, ja, das war gestern im Livestream, das 3,5 Stunden Video, wer reingucken möchte, diese ganzen, wie nennen sich die? Lumen, ne? Nee, Nano-Lumen. Ich komme jetzt nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine. Du kannst das Spiel entweder entwickeln mit diesen oder ohne diese. Das ist das Problem. Und naja, vielleicht wird hier dazu auch noch ein bisschen was beschrieben. Ich habe gesehen, es gab irgendwo eine Sparte zu Unreal Engine 5. Ich habe aber noch nicht gelesen. Und so läuft das Spiel eben perfekt, so wie es ist. Und das ist gut so. Und wir haben ja absolut keine Grafik-Einbußen. Gucken wir uns mal ein paar Bilder an hier. Okay, das hat einfach mit der Reichweite zu. Aber bisher bin ich der Meinung, sehe ich das genauso. Also ich persönlich spiele auf Episch in den Grafikeinstellungen. Und bin der Meinung, ich sehe das auch so. Aus dieser Höhe. Gut, hier diese Baumkronen vielleicht nicht so detailliert. Okay, was haben wir hier? Das ist jetzt das Fernglas, oder? Das müsste ein Bild vom Fernglas sein. Ah, warte mal, ich checke das vorher, das nachher, oder was? Okay, da ist er allerdings auch schon ein bisschen tiefer, ne? Vorher. Nachher, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Ja, doch gewaltig. So was reicht mir denn persönlich auch, ne? Ich brauche jetzt nicht alles in der Unreal Engine 5. Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr Puppets aus größerer Entfernung erkennen könnt. Im Moment scheint dieses erscheinen diese ja nur, wenn man eine gewisse Entfernung oder Nähe erreicht hat. Modulare Fahrzeuge. Leute, jetzt wird es richtig spannend und interessant. Allein schon, wenn ich das Bike sehe. Mega gut. Viele haben es sich gewünscht. Über Monate wurden diese Wünsche hier und da geäußert. Sie arbeiten bereits damals am Rework der Fahrzeugtypen. Doch die Überarbeitung zog sich etwas hin,
Nun scheint es fast soweit zu sein. Man darf in den kommenden Monaten gespannt sein, was die neuen Flugzeuge und Motorräder verfügbar sein werden. Die neuen, ne, in Anführungszeichen. Also denke ich mal, die Flugzeuge, die werden auf jeden Fall wahrscheinlich die gleichen bleiben. Vielleicht farbtechnisch oder so ein bisschen anders. Designtechnisch etwas anders. Und Motorrad sieht mal mega geil aus. Vielleicht kommen die anderen ja auch noch wieder dazu. Auch an den ATVs und Quads tut sich was. Hier einige Bilder und Clips. Die gucken hier erstmal rein. Man sieht schon, ne? Schöne große Taschen. Was ist das? Ein Booster? Ach, das ist ein Wasserkanister. Das ist ein Wasserkanister. Ach, guck mal, das sind auch zwei unterschiedliche Bikes. Jetzt sehe ich das gerade erst. Das ist eher so ein alter Shopper, ne? Das ist die neuere Variante. Was haben wir denn hier hinten? Kann das Bild leider nicht reinzoomen. Irgendwas hat er hier noch drin. Ist das so ein Kofferradio oder so? Ihr kennt ja diese Bikes, ne? Die ab und zu mal auf der Straße im Sommer rumcruisen. Übelst laute Musik, mega geil, ein richtig geiler Klang. Ich glaube, das sind überwiegend so amerikanische Hondas oder so. Das gefällt mir aber sehr gut hier. Hier zwei Kanister, hier drunter hat er doch noch eine Tasche. Das wird kein Radio sein. Hier auch nicht. Okay. Geil. Und wenn der Sound bei den Geräten noch passt. Ah, hier haben wir sie von vorne nochmal. Hier vorne haben wir noch eine Tasche dran. Okay. Der kann hinten, der kann wahrscheinlich viel, viel mehr laden hier dann, ne? Ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall ziemlich geil. Muss ich haben, will ich haben. So, hier sind sie nochmal kompletti. Nee, das ist nur das eine komplett. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Oh, warte, warte, dazu wollen wir doch lesen. Oh, was haben wir hier? Okay, ja, das sind die alten Flugzeuge. Du musst polieren. Mogu, sam da se odštekam. Šta da? Da se odštekam i da to je. Možeš sad, ne znam, neki looping, nešto raditi, a? Ispod mosta, ispod vode, dobar. Dobro, dobro, radi. Okay. Alles klar, gucken wir uns mal das nächste an. Niko neće ništa komentirat sada. Quad, ne? Ne, was ist das? Das ist doch der... Ist das nicht der Leica, bloß ohne... Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 8:23 Uhr übrigens, morgens. Ich nehme euch das nochmal fix auf hier und dann geht's raus. Neue Klamotten dürfen natürlich auch nicht fehlen. So wird an einem beliebigen Kleidungsstück für die weibliche Fraktion gewerkelt. Könnt ihr erraten, was es ist? Nein, absolut gar nicht. Also ich persönlich finde es ja ganz gut, ne? Und die... das Stoffmuster hier im Scum-Schriftzug, das, ich würde sagen, das verrät alles. Ja, sehr gut. Ich finde es gut. Ich weiß, dass Topsy damit demnächst direkt wieder rumlaufen wird, ne? Auch für die männlichen Spieler kommt noch etwas. Das T-Shirt und Hemden. Die T-Shirts und Hemden scheinen auch ein kleines Update zu erhalten. Warte mal. Warte mal. Sind das nicht, heißen die nicht Sporen? Aber an Sandalen habe ich das noch nie gesehen. Was ist denn hier vorne drauf? Alter, sind das so Spitzen oder was? Man kann das nicht richtig gut erkennen. Das sind doch Sporen, oder nicht? Verschiedenes. Tomislav, nee, warte mal, hier. Hier kenne ich jetzt nicht wirklich was, außer die, doch, ich glaube, die Brusttaschen sind neu, oder? Hochgekrempelt? Kann man sie vielleicht hochkrempeln? Ne, die sind alle kurzärmlich, oder? Jetzt wäre ich raus, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Aber ich glaube, es gab keine Brusttaschen bisher. Vielleicht gewinnt man doch ein bisschen Platz für die Kippen.
Tomislav hat noch einige nützliche Infos veröffentlicht, die wir euch darunter auflisten werden. Damit sollte sich hoffentlich auch die eine oder andere Frage erübrigen. Danach folgen noch ein paar Spielzeuge. Liebe Frauen, wenn ihr jetzt denkt, es handelt sich um Spielzeuge, dann muss ich euch enttäuschen, denn auch wir Männer haben Spielzeuge.com. Gibt es Überlegungen zu den Biocamp-Fähigkeiten? Ist das noch geplant? Die Antwort lautet ja, höchstwahrscheinlich nach 1.0. Das sind die Fähigkeiten, die man am Anfang skillen kann, ne? Aber die Punkte eben noch nicht verteilen darf. Dinas Tagebuch, Tutorial-System, / Missionen, wird überarbeitet. Bald werdet ihr auf richtige Tutorials zugreifen können, da das vorherige veraltet ist. Ah, schade, auf die Mission sind sie nicht eingegangen. Wobei sie das ja auch schon mal so ein bisschen erwähnt hatten, ne? Schade, so auf Mission habe ich richtig Bock, dass man so eine richtig lange Questliste hat. Auch wenn das kleine Quests sind, ne? Aber auf sowas hätte ich richtig Lust, ja. Ich bin mir sicher, das kommt irgendwann dazu. Truhen soll bald in der Hand getragen werden. Allerdings soll die Schwierigkeit bei den neuen Bunkeranlagen bleiben. Das habe ich gestern nämlich auch probiert, eine Truhe in die Hand zu nehmen und die einfach so ein bisschen zu tragen. Müsste ja funktionieren. Und die Schwierigkeit in den neuen Bunkeranlagen finde ich perfekt so, weil es einfach eine absolut üble Herausforderung ist. Und ich gestern mit Topsy dazugelernt habe und ich oftmals den Fehler begangen habe, einfach viel zu oft mich zu bewegen, auch in der Hocke. Man muss einfach kleine Tippel machen und zusehen, dass man ruhig ist. So, Unreal Engine 5, da haben wir es. Ist weiterhin schwierig umzusetzen. Das Hauptproblem sind die Spieler, die eben noch einen Low-End-PC nutzen. Siehst du, genau das meinte ich. Unreal Engine 5 ist schwer wie ein Ziegelstein. Wenn man Lumen GI verwendet und wenn man das nicht tut, gibt es keinen Grund zu wechseln. Eine experimentelle Version, ähnlich wie bei DirectX, ist technisch unmöglich. Das bedeutet, die Spiele, die wir jetzt so spielen, die sind ja alle mit DirectX programmiert. Oder dahinter läuft DirectX. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit, immer wie wir es gewohnt sind, in Optionen auszuschalten. Die ganzen Nvidia-Geschichten. Du kannst Low, Medium, Ultra wählen. Du kannst dies dazu wählen, das abwählen. So, aber wenn du mit der Unreal Engine 5 entwickeln möchtest und programmieren möchtest, dann macht man es entweder und die Lumen GI oder die Lumen, sagen wir mal, die sind dann mitprogrammiert oder du lässt es und sie sind nicht drin. Und ich finde die auch die ganzen Sonneneffekte und Spiegelung in Scum sind doch perfekt. Was wollen wir damit jetzt schon? Das ist viel zu verfrüht. Und deshalb würden einige Spieler verlieren dadurch. Bin ich mir ganz sicher, ja. Weil du Scum bisher auf fast jedem PC spielen kannst. Und wenn du es in Low-Einstellung spielst, ist es doch egal. Aber das würde dann eben nicht mehr funktionieren. Auch nach Version 1.0 sollen verbesserte Nahkampfmechaniken, Kampfsportarten und bessere Animationen für den Nahkampf kommen. What the fuck? Das wäre schon geil. Stell dir mal vor, dann kannst du ja deinen Kampfsport skillen und dann läufst du hier als kleiner Brutzelier rum. Das wäre ja auch nice. Nach Version 1, okay, aber trotzdem, das sind geile Aussichten. Ein Fahrplan, Roadmap bis zur Version 1.0 wird es nicht geben. Finde ich super, da macht man auch keine falschen Versprechungen, ne? Aber sie schreiben uns ja, sie geben uns immer wieder neue Informationen. Und von daher braucht man auch keine feste Roadmap. Denn das wäre ein Versprechen, was man dann eventuell nicht einhalten könnte, wie es viele andere tun. Muss nicht sein. Des Weiteren gibt es ein weiteres Work-in-Progress-Build zum Thema NPCs aus dem Hause TechOne. Es sollen NPCs kommen, die irgendwie durch die Welt flitzen oder was, kontrollieren. Okay, da dürfen wir sehr gespannt drauf sein, würde ich sagen. Waffen und Spielzeuge. Nebenbei wird auch an anderen Baustellen entwickelt. So an einem neuen Visier Spectre.
Okay, einstellbar auf jeden Fall. Zweimal einstellbar. Das ist feststellen wahrscheinlich, ne? Kimme Korn. Das ist verschiebbar. Wieso ist das verschiebbar? Wieso ist das Korn verschiebbar? Okay, aber bin ich sehr gespannt drauf. Ich muss sowieso erstmal zusehen, dass ich jetzt mal wieder an der AWM rankomme. Auch eine beliebte Waffe nimmt langsam Form an. Ihr werdet sie schon erkennen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist die Scar, oder? Das müsste eine Scar sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Die Scar ist relativ fett. Obwohl das jetzt ziemlich hoch. Doch, das könnte die Scar sein. Das könnte die Scar sein. Eine M4 ist es nicht, ne? Die ist zu klobig. Ich glaube, die M4 hat hier vorne ihr Magazin. Die hätte ein rausnehmbares Magazin hier ungefähr. Ja, und ist rund. Die ist komplett rund hier. Das könnte eine Scar sein. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Zu guter Letzt noch eine EMP-Granate, die aber noch komplett Work in Progress ist. Es scheint sich bisher nur um ein Modell zu handeln, noch nicht ins Spiel implementiert oder zum Testen freigegeben. EMP-Granate. Auch witzig. Allein schon der Gedanke, ne, was man so anfangen könnte. Ein paar Autos lahmlegen. Für die Max natürlich. Ganz wichtig. Oh ja, geil, für die Max. Okay. Es wird interessant. Das war's. Das war's. Und ich finde, das ist auch genug. Geil, ich bin da sehr gespannt drauf. Reizt mich richtig hier. NPCs. Waffe, gut, muss man dann erstmal finden, ne, und gucken. Neues Visier finde ich auch geil. Die reizt mich aber ziemlich hier. Ja, moin. Vielen Dank fürs Spiel, mein Lieber. Und die Bikes natürlich, ne? Und die Bikes, ja. Weitsicht finde ich auch ziemlich geil. Guck mal, wie man es hier zum Beispiel sieht, ne? Hier siehst du die Straße nicht. Du kannst die Umrisse hier leicht erkennen, ist aber verschwommen. Guck mal, hier geht es so ein bisschen rein, da ist aber Ende. Normalerweise geht die Straße hier aber weiter. Hier ging es rein. Das Stück sieht man dafür, hier war so ein Bogen, Straße. Das haben sie weggelassen, weil es sinnfrei ist. Das spart schon wieder ein bisschen Ressourcen, ne? Warte mal, wir gucken hier nochmal. Seht ihr das? Hier das Stück. Weiße. Solche Dinge lässt man weg für die Ressourcen. Ein bisschen grün hingemacht. Und dafür sieht man den anderen Weg umso deutlicher. Ja, und das wird wahrscheinlich an einigen Stellen so sein. Was braucht man diese Ressource hier, wenn man sie hier hinpacken könnte? Ja. So, meine Lieben, das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurze Erklärung dazu. Und lasst mir ein Like für das Video da. Freue ich mich sehr drüber. Solltet ihr neu sein, abonniert den Button. Darüber freut er sich auch. Und bis zum nächsten Mal. Heute Abend gibt es wieder einen Stream. Ich denke mal, so gegen 17 bis 18 Uhr werde ich damit starten. Solltet ihr dabei sein wollen. Haut rein, tschüssikowski und bis baldinski.